Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Foundation. Irgendwie lieben wir alle Foundation. Ne? Foundation ist dazu da, um unsere Haut ebenmäßiger erscheinen zu lassen. Es gibt flüssige Foundation, es gibt so eine kompakte Foundation, es gibt Mineral Foundation, es gibt Puder Foundation. So, ich habe jetzt, ich möchte etwas testen. Und zwar von Medipharma Cosmetic gibt es zu kaufen in der Apotheke. Ich habe jetzt nur so ein paar Pröbchen hier. Die habe ich von meiner Freundin bekommen. Die sagte mir, dass das Produkt neu sei. Und ich fand das sehr sympathisch, dass ich mir nicht das Produkt für 25 Euro kaufen musste, um das zu testen, sondern ich habe ein paar Pröbchen bekommen. Der Inhalt eines Pröbchens ist in diesem Schälchen, hat einen Lichtschutzfaktor von 15 und ist verspricht ein hautperfektionierendes Make-up zu sein. Also deckt Unregelmäßigkeiten ab mit einem gewissen Anti-Aging-Effekt. So. Und das Allerschärfste, mit pharmazeutischem Hyaluron. Hört sich ganz gut an. Ich habe mir mal die ganzen Inhaltsstoffe angeschaut. Also Silikone sind nicht dabei, aber ansonsten wird er mir ganz schwindelig, wenn man so liest, was alles in so einem Tüpchen, was da alles drin ist, ja, was wir uns auf die Haut geben. Aber es ist ohne Parabene. Man kann jetzt eine Foundation auftragen, entweder mit einem Schwämmchen, also einem normalen Schwämmchen oder einem Beautyblender oder mit den Fingerchen oder mit einem Foundation-Pinsel. Es gibt jetzt diese runden Foundation-Pinsel. Man kann auch so einen Kabuki-Pinsel nehmen oder diese flachen. Also speziell, das sind also wirklich Foundation-Pinsel, besonders diese. Ich arbeite am liebsten mit dem. So, ich habe jetzt nichts drauf. Klar, als allererstes die Vorbereitung, logisch, Gesicht reinigen, ein Toner, also hier so ein Tonic auftragen oder ein Rosenwasser, eine gute Feuchtigkeitscreme, eine Augencreme aufklopfen. Ihr könnt natürlich auch gerne noch ein Serum benutzen, wenn man jetzt ein bisschen älter ist und dass die Haut schön vorbereitet ist und gut versorgt ist mit Feuchtigkeit. So, oh lala. Also normalerweise gibt man so einen Pumpstoß jetzt hier auf den Handrücken. Das geht jetzt in dem Falle nicht. Ich tauche jetzt das Pinselchen hier rein. Aber was ich mache, ich puff das so ein bisschen auf dem Handrücken. Oh, yes, Natural Gold. Natural Gold nennt sich das. Also natürliches Gold. Also die ist wirklich, die hat keine leichte Deckkraft. Ich würde sagen, die hat eine ziemlich, ich habe schon gleich den Mund mitgemacht, eine ziemlich starke Deckkraft. Und ich glaube, das werde ich überhaupt nicht aufbrauchen. Das reicht durchaus aus. Könnt ihr das sehen? Sie, was soll ich dazu sagen? Sie ist jetzt nicht so leicht wie die, meine Lieblingsfoundation, diese Chanel, Vita Lumière. Ich finde, für mich ist sie nichts, sie ist mir zu stark deckend. Sie hinterlässt einen sehr schönen Hautton. Ihr seht das ja, hier sind so Rötungen und die werden super ab. Ich bin immer noch einmal, ich habe einmal da reingetunkt. Ja. Es ist ein Wahnsinn, es ist sehr, sehr ergiebig. Also ich komme mit dem Pinsel über das ganze Gesicht. Was ganz wichtig ist, immer die Augenpartie aussparen. Die darf nicht zu dunkel sein, es wäre mir jetzt viel, viel zu dunkel. Also die kann man dann sehr schön, wenn man mag, mit einem Concealer aufhellen. Meine Güte, ich bin... Und bitte nicht den Hals mitmachen, ne? Weil der Hals und das Dekolleté ist meistens heller. Und deswegen ist die Hand, also wenn ihr jetzt die Farbe probiert, in der Drogerie oder in der Parfümerie, das ist völlig falsch, den Handrücken. Der Handrücken ist nicht eure Gesichtsfarbe, also eure Hautton. Also hier, das deckt wahnsinnig ab. Also mir ist es ein bisschen zu viel, aber ich dachte, ich probiere das jetzt mal aus. Also einmal reingetunkt den Pinsel und ich kann über das ganze Gesicht gehen. Und ich finde, sie ist super für Frauen gedacht, die ein Feuchtigkeitsspenden, das ist es, ja, mit Hyaluronsäure, Make-up aus der Apotheke sich leisten wollen.
Kostet, wie gesagt, die 25 Euro, habe ich das schon gesagt. Ich habe aber mal geschaut, man kann ja so online in der Apotheke auch bestellen. Ne? Versandapotheke, da kostet es nur 19 Euro noch was. Ich würde sagen, wenn ihr das ausprobieren möchtet, geht in die Apotheke und lasst euch so ein Pröbchen geben. Weil noch gibt es Pröbchen. Ich habe auch gehört, dass das auch eingestellt werden soll. Beim Douglas gibt es ja schon kaum Proben. Es gibt immer nur Proben von Dingen, die wir nicht wollen. Ist euch das schon mal aufgefallen? So, also, ja, jetzt bin ich schön braun. Also so sieht es zumindest hier im Licht aus. Ich weiß nicht, die Kamera schluckt natürlich. Sie deckt wahnsinnig gut ab. Also, ich würde jetzt nicht noch mit dem Puder darüber gehen. Vielleicht so ein kleiner Tipp, dass arbeitet das Make-up gut ein. Also fangt mit einer dünnen Schicht an und dann gut einarbeiten. Entweder so mit kreisenden Bewegungen oder ihr könnt das auch so, obwohl das ist nicht so schön so. Also mit kreisenden Bewegungen ist etwas besser oder eben mit den Fingern. Wenn ihr das Gefühl habt, es ist zu viel drauf, dann könnt ihr ein Schwämmchen nehmen und nehmt was runter. In meinem Fall kaum, weil ich habe wirklich ganz wenig aufgetragen. Das ist ein ganz guter Trick, so also ein kleines Schwämmchen zu nehmen und dann nochmal, na doch ein bisschen kommt. Also es hat wirklich eine ziemlich starke Deckkraft. Also nichts damit leichter Deckkraft. Es ist eine starke Deckkraft. So, schaut mal, was ich jetzt noch hier runtergeholt habe. Also ich habe einmal, wirklich einmal, das, ihr habt es ja gesehen, das hier eingetunkt. Weiß ich nicht, das werde ich wahrscheinlich wegschmeißen. Das trocknet ja ein. So, ich bin jetzt so ein bisschen beschäftigt noch gewesen und habe das so ein bisschen, also die Foundation so setzen lassen und habe jetzt die Brille genommen und habe mich angeschaut im Vergrößerungsspiegel. Also es ist ein leicht klebriges Gefühl, aber es färbt nichts ab. Sie ist reichhaltig, sehr stark deckend, das habt ihr gesehen. Für mich ist sie ein Touch zu gold, zu dunkel und ich mag das ein bisschen transparenter. Aber es ist, also mein Fazit, es ist eine schöne Foundation. Lasst euch aber bitte einen Tester geben. Die haben Tester da, bevor ihr euch so eine... Ist ja doch relativ teuer, 25 Euro oder selbst 20 Euro. Also, wie gesagt, ich habe das jetzt so anderthalb Stunden. Es setzt sich jetzt auch nichts ab, großartig. Es ist ja nicht klar, die Poren, so ein Produkt, in dem Moment, wo wir das einarbeiten, ja, setzt sich das natürlich, legt sich das in die Poren und auf die Poren. Und das Schlimmste, was man machen kann, eine Brille aufsetzen und sich im Vergrößerungsspiegel anschauen. Also das ist immer Halleluja, ne? Das ist immer ein absolutes Aha-Erlebnis. Ja, also, die, wie heißt sie nochmal, Hyaluron-Make-up mit pharmazeutischem Hyaluron. Ich bin froh, dass ich mir keine ganze Flasche gekauft habe. Ich bleibe bei meiner Chanel oder bei der, einfach bei einer getönten Tagescreme. Aber ich teste auch ab und zu ganz gerne. Und da ich die nun geschenkt bekommen habe, dachte ich mir, ich teste die mal vor der Kamera. Und vielleicht habt ihr auch eure Erfahrungen damit gemacht. Ihr kennt sie schon. Also angeblich ist sie neu. Also relativ neu. Ich weiß jetzt nicht, wie neu, aber sie ist neu. Bin irgendwie völlig fasziniert, wie braun ich bin. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Also für mich ist es... Das ist ja jetzt Kunstlicht, ja, ne? So ein Tageslicht. Ich habe mich im Tageslicht angeschaut. Also es ist okay und es deckt prima ab. Also nochmals, Ladies, die gerötete Stellen haben, die etwas abgedeckt haben möchten, können durchaus zu dieser Medipharma Cosmetic Hyaluron Natural Gold Foundation greifen. So, das war's. Das war ein kurzes Video zu einer Foundation. Mein First Impression und was soll ich jetzt sagen, hopp oder top. Also für mich war es okay, für eine Lady, die gerne ein stark deckendes Make-up haben möchte, absolut in Ordnung. Ja, trockene Haut, also, und sie klebt ein bisschen. Ich muss sagen, sie klebt ein bisschen. Gut, man kann jetzt Puder drüber geben, aber dann schmieren wir die Poren wieder so zu. Ne? Ich bin ja nicht so ein Freund davon. Also,
Ich wünsche euch wie immer das Allerbeste, seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao. Ach so, noch was. Für die Ladies, die neu auf meinem Kanal sind, ihr könnt gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren. Ihr könnt auch die Glocke aktivieren, damit ihr keins meiner Videos verpasst. Also in diesem Sinne, bye bye.